Mein Name ist Jonas Thielebein und ich bin Ingenieur im Team der Entwicklung von Volkswagen Air. Hi, ich bin der Benny Leuchter und bin Test- und Entwicklungsfahrer bei Volkswagen. Das Thema Air Performance Talkback During haben wir wahrscheinlich schon oft gehört. Wir zwei versuchen das Ganze heute zu hinterleuchten, um euch mal zu erklären, was es eigentlich damit auf sich hat. Um das Thema zu verstehen, muss man vorne im Fahrzeug anfangen. Beschleunigt man, wird die abgerufene Kraft zu 50% an die Vorderachse und zu 50% an die Hinterachse verteilt. An der Hinterachse hatten wir bisher immer die Haldex-Kupplung. Die hatte eine Kupplung und wenn die geschlossen hat, wurde die Kraft zu 50% nach links, zu 50% nach rechts verteilt. Jetzt haben wir dort den Torx-Splitter. Der Torx-Splitter hat zwei Kupplungen, eine links, eine rechts und je nachdem, wie stark die Kupplungen geschlossen oder geöffnet sind, kann die Kraft variabel zwischen linken und rechten Rad verteilt werden, bis hin zu 100% aufs kurvenäußere Rad. Und das merkt man natürlich im Fahrverhalten des Fahrzeugs und in der Fahrdynamik. Wie hast du den Torx-Splitter erlebt? Zunächst einmal ist es ein absoluter riesengroßer Schritt zum Vorgänger. Also für mich ein absolut großer positiver Schritt, den wir gemacht haben mit dem neuen Antriebsstrang. Ich als Rennfahrer oder ich als Pilot kann das Auto jetzt übers Gaspedal lenken, wenn man es so runterbrechen will. Man muss sich das so vorstellen, der Torx-Splitter agiert wie eine variable Differentialsperre an der Hinterachse. Das bedeutet immer, das kurvenäußere Rad, wo ja meine Last vom Auto drauf liegt, kann natürlich mehr Kraft übertragen als das kurveninnere Rad. Und genau das macht jetzt der Torx-Splitter. Wenn ich neutral in eine Kurve hineinfahre und möchte jetzt das Auto ein bisschen mehr drehen, gehe ich einfach etwas mehr ans Gas und das Auto wird sich drehen. Das maximiert den Fahrspaß und minimiert die Rundenzeit. Das ist übrigens ein elementares Bauteil gewesen, warum wir auf der Nordschleife eben weit unter 8 Minuten fahren konnten und 19 Sekunden schneller sein konnten als der Vorgänger. Auf der Rennstrecke bringt das natürlich ein deutliches Plus an Performance und im Alltag bringt es natürlich auch ein Plus an Sicherheit. Wir haben die Fahrprofile Komfort, Sport, Race und speziell auf der Rennstrecke haben wir uns da, kann man sich da ganz gut mit austoben. Genau, wir haben nämlich auch mit dem Air Performance Paket zwei geheim Modis oder zwei Untermodis im Race Mode verbaut, die zum einen natürlich für das Thema Drift, also maximaler Fahrspaß, viel übersteuern. Da sage ich immer so der klassische Dreiradantrieb, denn da gehen wir hin und bringen die Kraft, die nach hinten kommt, bis zu 100% auf ein Rad, ja, rechts oder links. Somit sind echt klassische Drifts möglich mit dem Fahrzeug bei ausgeschaltetem ESC. Und der Special Mode, unser Nürburgring Mode, mit dem Mode wir sehr viel auf dem Nürburgring unterwegs gewesen sind und letzten Endes auch die fantastische Rundenzeit gefahren sind. Ja, ganz genau. 19 Sekunden schneller als der Vorgänger bist du gefahren. Wirklich richtig klasse. Und was wir in den Special- und Drift-Modus noch alles verändert haben, zeigen wir euch in einem anderen Video. Volkswagen.